Hallo und herzlich willkommen zum Wetterupdate vom 9. Mai bis zum 14. Mai 2020. In der hier gezeigten Grafik sieht man den Dürremonitor vom Helmholtz-Institut und man sieht hier ganz prikant die roten und dunkelroten Bereiche, vor allem im Süden und Osten Deutschlands, wo es im linken Bild davon in einer Höhe von 25 Zentimeter im Erdreich schon ziemlich trocken ist und auf der rechten Seite sieht man den Erdboden in einer Tiefe von 1,8 Metern und da ist so gut wie keine Feuchtigkeit mehr vorhanden. Alles, was an den letzten Wochen an Niederschlag vom Himmel gefallen ist, wurde so von den Pflanzen aufgenommen und ist gar nicht in das Erdreich eingedrungen. Nach diesen Sommertagen folgen gleich die nächsten. Der heutige Samstag wird vor allem entlang des Oberrheins und im Ruhrgebiet die 25 Grad knacken. Dabei wird es im Süden die ersten Schauer geben. Ab den Mittagsstunden sind Gewitter mit Starkregen und kleinkörnigem Hagel vom Schwarzwald bis Oberösterreich zu erwarten. Im Rest des Landes erreichen die Temperaturen 18 bis 23 Grad. An den Küsten und in der Pfalz werden nur 13 bis 17 Grad erreicht. Gegen Nachmittag ziehen Regenfelder durch die Mitte des Landes. Tröpfeln kann es daher von Belgien bis nach Tschechien, teils auch ein bisschen kräftiger. Am Sonntag verdichten sich in den Morgenstunden die Schauer im Süden und in der Mitte zu Gewittern. Eine Kaltfront zieht über die Nordsee südostwärts übers Land. Am Rande der Front werden 8 bis 15 Grad erreicht. Ansonsten klettern die Werte nochmals auf 17 bis 27 Grad. Am Abend werden die Gewitter im Westen und Osten massiver. Sturmböen, Starkregen und kleinkörniger Hagel sind nicht ausgeschlossen. In der Nacht zum Montag bis zum Abend zieht die Kaltfront über Deutschland hinweg. Dabei kühlen sich die Werte über den Tag verteilt stark ab. Im Südwesten werden nochmal 17 bis 22 Grad erreicht. Ab dem Nachmittag wird es dort aber auch kühler. In der Kaltfront sind Werte zwischen minus 1 und plus 5 Grad und danach maximal 12 Grad zu erwarten. In dieser Grafik sieht man ganz genau, wie über den Montag verteilt von Nordwesten nach Südosten die Kaltfront zieht, und zwar anhand der Niederschläge. Man sieht ganz genau die blauen Bereiche, wo auch mal Schneefall bis in tiefe Lagen runter fallen kann, und dieser Schneefall führt zu Glätte und teils auch Schneeverwehungen. Daher ist ganz große Vorsicht geboten. Der Trend: Am Dienstag ist es erst freundlich bei Frühwerten zwischen minus 6 und plus 3 Grad, an den Küsten bis plus 7. Später kommen leichte Schauer und Nieselregen aus Nordwesten gezogen, bei maximal plus 7 bis plus 13 Grad. Hier sieht man die Frühwerte des GFS-Modells und man sieht ganz genau, dass am Dienstagmorgen hier aktuell gerade 5 Uhr in der Früh. Und das sind schon ziemlich knackige Minusgrade hier im Raum des Erzgebirges, minus 6 Grad, im Harz auch minus 4, in der Pfalz sind auch minus 4 Grad, im Süden, im Schwarzwald minus 4, auch in Bayern minus 4. Das schaut ganz schön kalt aus und da muss auch stark auf die Klettegefahr geachtet werden, denn nach dem Schneefallen kommt auch wieder der Regen und nach dem Regen klart es auf und in der Nacht zum Dienstag, das sind gerade die Werte hier zum Dienstagmorgen, bleibt es natürlich auch ziemlich feucht, die Böden bleiben feucht und daher ist am Dienstagmorgen mit akuter Klettegefahr zu errechnen und überfrierender Nässe ebenso. Am Mittwoch schauert es im Nordosten bei plus 8 bis plus 11 Grad, sonst ist es freundlich bei plus 12 bis plus 16 Grad. Südlich der Donau im Regen nur 7 bis 10 Grad. Der Mittwoch an sich ist noch relativ kühl, ab dem Donnerstag wird es aber wieder wärmer mit
8 bis 20 Grad und da Freitag, Samstag und Sonntag werden auch wieder über 20 Grad in vielen Landesteilen erreichen. Also die Wärme kommt auf jeden Fall wieder. Das war ein kurzes Winterintermezzo in manchen Landesteilen, eine Kaltfront, die durchs Land gezogen ist. Und somit haben wir die Eisheiligen auch hinter uns gebracht. In den nächsten Wochen hinweg werden erstmal nicht mehr so starke kalte Tage erwartet, da werden humide Tage erwartet mit Werten zwischen 5 und 25 Grad. Ich bin Cedric Jesus vom Südostasiatischen Fernsehen und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Lasst ein Like und ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.